Das ist Lisa Wartberg. Lisa ist eine erfolgreiche deutsche TV-Moderatorin. Sie ist Single. Lisa ist außerdem sehr ehrgeizig. Dieses Jahr hofft sie darauf, ihren ersten Fernsehpreis zu gewinnen. Da bleibt wenig Zeit für einen Besuch ihrer Mutter im Altersheim. Das ist Axel Staudach. Axel ist Wildtierfotograf. Er ist geschieden und hat einen Sohn namens Florian. Axel kümmert sich kaum um seinen Vater, der im Altersheim lebt. Das ist Florian. Florian ist Axels Sohn. Er ist circa 12 Jahre alt. Der freche, quirlige Junge verbringt jedes zweite Wochenende bei seinem Vater. Das ist Maria Wartberg. Maria ist die Mutter von Lisa. Sie ist Rentnerin und lebt im Altersheim. Dort hat sie sich in Mitbewohner Otto verliebt. Sie ist Comic-Fan und träumt davon, nach New York zu reisen. Das ist Otto Staudach. Otto ist Axels Vater. Auch er lebt im Altersheim. Maria ist seine Vertraute, mit der er gerne Zeit verbringt. Das ist Fred. Fred ist Lisas Visagist und ein enger Vertrauter. Er ist liiert mit Aufnahmeleiter Costa. Das ist Costa. Costa ist Grieche und nach Deutschland ausgewandert. Er arbeitet als Aufnahmeleiter von Lisas Sendung. Costa ist in einer Beziehung mit Visagist Fred. Das ist Frau Motte Chögeli. Sie ist gebürtige Schweizerin und die Leiterin des Altersheims, in dem Maria und Otto leben. Frau Motte Chögeli ist frustriert und pedantisch. Das lässt sie an den Bewohnern des Altersheims aus.